befinden wir uns in der ehemaligen Kloster- oder auch Landhofkirche Fürstenfeld. Das Besondere ist, dass wir hier ein Instrument aus der Entstehungszeit der Kirche haben und sogar 40% der Orgelpfeifen aus dem Vorgängerinstrument von ca. 1630. Eine ganz große Besonderheit in Bayern, weil viele ähnliche Instrumente verloren gegangen sind. Mein Name ist Christoph Hauser. Ich bin hier an der Klosterkirche in Fürstenfeldbruck und an der Stadtpfarrkirche St. Magdalena als Chordirektor und Organist beschäftigt. Diese Orgel trägt den Namen Fuchsorgel von ihrem Erbauer Johann Georg Fuchs und ist im Jahre 1736 fertiggestellt worden, nach zweijähriger Bauzeit, zusammen mit seinem Sohn und natürlich mit der Klosterschreinerei und den Bildhauern, die für die äußere Gestaltung verantwortlich waren. Die Fuchsorgel besitzt 27 Register und 1505 klingende Pfeifen. Wir haben hier an diesem Instrument zwei verschiedene Arten, die Register zu bedienen. Einmal die Züge, das kennt man vom Sprichwort, alle Register ziehen. Dann haben wir aber auch die sogenannten Registerschwerter, da wird das seitlich bewegt. Und das ist eigentlich die ursprüngliche alte Art, die Orgeln zu bauen. Und das hat sich hier erhalten, auch relativ schwergängig in der Bedienung. Die Orgel spielt sich sehr schwer, die Trakturen gehen sehr streng. Das liegt zum einen natürlich auch am Alter des Instruments, zum anderen auch, dass der Orgelbauer Herr Fuchs ein sehr guter Klanggestalter war und ein sehr guter Handwerker war und die Priorität aber nicht auf die angenehme Spielart gerichtet hat. Hier muss man richtig ackern beim Spielen. Die Trakturen sind natürlich rein mechanisch, weil man ja in der Barockzeit keine elektrischen Teile hatte und auch keinen elektrischen Strom. Die Besonderheit ist, dass tatsächlich weitgehend sogar diese Mechanik aus der ursprünglichen Zeit überdauert hat, bis auf unsere Tage. Die Tastenumfänge dieses Instruments sind sehr gering. Es ist oben bei modernen Instrumenten eine Oktave mehr vorhanden und in der tiefen Oktave fehlen hier auch noch die Halbtöne, sodass man sehr eingeschränkt ist und zum Beispiel große Teile der berühmten Orgelwerke von Johann Sebastian Bach nicht einmal spielen kann. Andererseits gibt es Stücke, die sich leichter spielen lassen, nämlich die aus der frühbarocken und aus der bayerischen Zeit. Und auch alte italienische Meister gehen hervorragend auf diesem Instrument.